Begrüße Sie ganz herzlich zu unserem zweiten Podium. Ich hoffe, Sie sind gut gestärkt aus der Mittagspause gekommen. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Steuerverfassungsrecht, ein Thema, bei dem selbst Juristen erst sagen, das ist schwierig, das ist kompliziert und trocken, schwierig und kompliziert vielleicht, aber ich kann Ihnen versprechen, dank unserer Referenten wird es nicht trocken werden. Steuergesetze sind einschneidend, denn sie betreffen prinzipiell jeden Bürger, sind also unausweichlich und sie treffen den Bürger in einem sehr sensiblen Bereich, denn es geht ums Geld. Und Steuergesetze sind deshalb politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich von herausragender Bedeutung, weswegen sie für uns als politische Stiftung auch von besonderem Interesse sind. Kein Wunder also auch, dass die Steuerentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts besondere Aufmerksamkeit bekommen. Das Problem ist allerdings, dass die verfassungsrechtliche Überprüfung von Steuergesetzen nicht so einfach ist. Damit erzähle ich natürlich den Steuerrechtlern unter Ihnen hier nichts Neues, aber vielleicht doch, weil wir ja auch ein breiteres Publikum ansprechen. So einfach liegen die Dinge nicht, weil das Grundgesetz gar nicht so viele Werkzeuge bereithält für die Überprüfung, denn Freiheitsrechte sind außer bei Lenkungssteuern in der Regel nicht beeinträchtigt. Und die Verhältnismäßigkeitsprüfung, die funktioniert wegen der Finanzierungsfunktion von Steuern, nicht in der herkömmlichen Weise, denn Steuern braucht man nun mal, weil der Staat Geld braucht. Deshalb ist da auch eine Angemessenheitsprüfung schwierig. Also welche Kontrollinstrumente brauchen wir überhaupt? Wir haben da vor allen Dingen den Gleichheitssatz, um den es im Steuerrecht immer wieder geht, mit den Prinzipien der individuellen Leistungsfähigkeit, Systemgerechtigkeit und Folgerichtigkeit und Widerspruchsfreiheit. Das sind nun allerdings Kriterien, bei denen es kritische Fragen gibt, ob sie dem Gesetzgeber nicht vielleicht zu enge Grenzen setzen. Es gibt Fragen, wie man diese Kriterien sachgerecht ausgestaltet und handhabt. Um diese Kriterien wird es gehen bei den beiden Urteilen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, mit der Luftverkehrssteuer und dann vor allem mit dem Urteil zur Erbschaftssteuer. Wie gesagt, wir haben zwei hervorragende Referenten dafür. Ich freue mich sehr und bin sehr dankbar dafür, dass Sie da sind. Professor Kirchhoff von der Universität Heidelberg und Professor Lepsius von der Universität Bayreuth. Professor Kirchhoff, das wissen Sie wahrscheinlich alle, hat das Steuerverfassungsrecht in seiner Zeit am Bundesverfassungsgericht maßgeblich mitgeprägt. Und Professor Lepsius hat nicht weniger maßgeblich diese Prägung kritisch begleitet. Auch darum wird es gehen. Bevor wir nun auf die beiden Urteile zum Steuerrecht, die das Bundesverfassungsgericht uns beschert hat, näher eingehen. Eine grundsätzliche Frage, und zwar die Leitfrage ist eigentlich, weist das Verfassungsgericht mit diesen beiden Entscheidungen einen guten Weg zur verfassungsrechtlichen Einhegung des Steuerrechts? Darauf hoffen wir am Ende unseres Gesprächs eine Antwort geben zu können. Wir sind aber erst am Anfang und deshalb möchte ich gerne beginnen mit der Frage an Sie beide, was aus Ihrer Sicht die Kriterien dafür sind, damit wir von einem guten Steuerurteil oder einer guten Steuerentscheidung des Bundesverfassungsgerichts sprechen können. Möchten Sie anfangen, Herr Kirchhoff?
Gerne, ja. Also eine gute Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegenüber dem Steuerrecht ist die, die die Freiheitsrechte und die Gleichheitsrechte gegenüber dem Steuergesetzgeber als Maßstäbe zur Wirkung bringen. Das Steuerrecht hat ja die Besonderheit, dass es ganz von der Entscheidung des Gesetzgebers lebt. Steuer ist eine Idee des Rechts, die gibt es in der Wirklichkeit nicht. Das wird von der Recht und vom Staat an die Wirklichkeit herangetragen. Und deswegen liegt eine so hohe Verantwortung, das betont das Verfassungsgericht immer wieder, bei dem Gesetzgeber. Aber die Steuer ist auch eine der wesentlichen Grundlagen, weswegen der moderne Staat den Verfassungsstaat erkämpft hat. Wenn Sie bedenken, die Auswanderer aus England nach Amerika, keine Steuer, ohne dass der Steuerpflichtige repräsentiert wird im Parlament, also selber mitentscheiden kann über die Steuer. Dann in Paris, der Kampf gegen den Feudalismus war auch und insbesondere der Kampf gegen erdrückende Steuerlasten. Oder denken wir an die Paulskirchenverfassung. Der Ursprung war eine Revolution und als sie schiefgelaufen, eine Steuerrevolution, und als sie schiefgelaufen ist, kam wieder eine Steuerrevolution. Also die großen Kodifikationen des Verfassungsrechts haben neben dem Schutz vor willkürlicher Verhaftung vor allem die maßvolle Steuerlast im Auge. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch für unsere Gegenwart diese beiden Prinzipien als Teil des Verfassungsstaates zur Wirkung bringen. Einmal die Freiheitsrechte. Der Staat will Geldeigentum, dass das von Artikel 14 geschützt ist, ist heute unstreitig. Der Staat will von dem Bürger Geldeigentum, ohne zu entschädigen. Das ist ja eine interessante Pointe des Steuerrechts. Da muss das Verfassungsgericht die Kultur des Maßes entwickelt aus Artikel 14 zur Geltung bringen. Und das Zweite und vielleicht noch etwas wichtiger ist der Gleichheitssatz. Für den Bürger ist die Steuerlast erträglich, wenn er weiß, sein Nachbarn mit gleichen Steuerverhältnissen muss das Gleiche zahlen und sein Übernachbar mit besseren Steuerverhältnissen muss mehr bezahlen. Also das Gleichheitsempfinden im Steuerrecht muss in besonderer Weise entfaltet werden, auch, und das ist die Pointe der Urteile, die wir heute besprechen, wenn die Steuern nicht nur Ertrag beim Staat erbringen soll, sondern lenken soll. Also wenn die Steuer zu einem Steuerungsinstrument ist, wird also bewusst differenziert, wenn du dich so verhältst, wie der Staat es gerne hätte, kriegst du einen Steuernachlass. Also ich kaufe dir ein Stück deiner Freiheit ab, wenn du dich staatskonform verhältst. Das ist ja eine Konzeption modernen Verwaltens, gang und gäbe, die aber mit großem Bedacht und großer Behutsamkeit in die Verfassungsordnung eingegliedert werden muss. Also ein gutes Steuerurteil ist das Urteil, das die Kultur des Maßes, das meint Übermaßverbot und Gleichmaß, in das Steuerrecht hineinträgt. Herzlichen Dank für diese einführenden Worte. Herr Lepsius, was sind Ihre Kriterien für ein gutes Steuerurteil? Herr Kirchhoff sieht das in erster Linie aus der grundrechtlichen Perspektive. Ich sehe ein gutes Steuerurteil aus der staatsorganisationsrechtlichen Perspektive. Gesetze kann man vom Adressaten her betrachten. Das ist gewissermaßen die Kontrolldimension, die sich in einer Grundrechtskontrolle dann manifestiert. Man kann sie auch als Selbstbestimmung des politischen Prozesses in einer lebendigen Demokratie betrachten. Dann tritt nicht der Adressat in den Mittelpunkt, sondern die Erzeugungsbedingungen und die Zwecke, die wir mit Gesetzen verfolgen. Beides sind gleichermaßen legitime verfassungsrechtliche Betrachtungen. Das Grundgesetz besteht nicht nur aus Grundrechten, sondern auch aus Staatsorganisationsrecht. Und das heißt, es richtet Verfassungsorgane ein und die haben einen Auftrag wahrzunehmen und dafür gibt es bestimmte Verfahren. Und das können sie erst einmal relativ freigebig tun. Und dann gibt es auch mal irgendwo Grenzen, die Grundrechte. Aber die kommen später. Erst kommt die Kompetenz von Organen zu gestalten. Und in der Gestaltung der Organe liegt die Wahrnehmung der demokratischen Selbstbestimmung. Insofern ist ein gutes Steuergesetz, das sich bewusst zum Auftrag demokratischer Gestaltung und Selbstbestimmung des Gemeinwesens bekennt. Wer soll was fair wofür zahlen? Das sind Verteilungsentscheidungen, die werden nicht in Grundrechtsdiskursen in Karlsruhe getroffen, sondern das sind politische Grundsatzentscheidungen.
Und hier geht es um Geben und Nehmen. Das sind Gerechtigkeitsfragen in einer pluralistischen Gesellschaft. Hier geht es um Vermögensverteilung und leistungsgerechte Besteuerung. In schwierigen Abwägungsentscheidungen, in denen es nicht um ein zweipoliges Verhältnis geht, Eingriff und Freiheit, ganz einfaches zweipoliges Verhältnis, sondern um die Abwägung unterschiedlicher Interessengruppen. In solchen schwierigen Fragen hat ein Organ natürlich erst einmal naturgemäß den ersten Zugriff auf die Gestaltungsfreiheit. Und das ist das Organ, das für Abwägungsentscheidungen von der Zusammensetzung her auch vorgesehen ist, nämlich erst einmal der Deutsche Bundestag. Insofern ist ein gutes Steuergesetz das, das diesem Gestaltungsauftrag nachkommt. Dass bei der Ausgestaltung dann natürlich auch irgendwelche Grenzen überschritten werden, dass sozusagen eine punktuelle Korrektur von Steuergesetzen notwendig ist. Und dass diese punktuelle Korrektur vom Bundesverfassungsgericht wahrgenommen hat, das versteht sich. Die Frage ist gewissermaßen, wie groß ist der Punkt der Korrektur und wie flächendeckend wird eine Grundrechtskontrolle von der Judikative auf den parlamentarisch-politischen Prozess erstreckt. Das ist eine Frage des Maßes, der Verallgemeinerung von Maßstäben und natürlich auch des gewaltenteilenden Verhältnisses. Da der Bundestag hier erst einmal gefragt ist, ist es sozusagen eine Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, auch in gewissermaßen der richterlichen Selbstbeschränkung, sich hier, als Player in einem politischen Prozess zu verstehen, der über punktuelle Korrekturen Karlsruhes dann zu besseren politischen Entscheidungen führt. Also ich glaube, es ist schon sehr schön deutlich geworden, dass wir hier unterschiedliche Ansätze haben und wir wollen diese unterschiedlichen Ansätze jetzt noch deutlicher illustrieren, indem wir auf die einzelnen Entscheidungen eingehen, wobei ich jetzt wahrscheinlich schon so die Freiheit hat man ja dann als Moderator, mir schon die Frage stelle, kommen die Grundrechte tatsächlich später und ist es tatsächlich so, dass sie dann punktuell zu berücksichtigen sind oder sie nicken energisch mit dem Kopf, aber man könnte sich ja das auch so vorstellen, dass sie sich oben drüber wölben und dann eine andere Akzentuierung vielleicht sehen, aber darauf kommen wir sicherlich noch zu sprechen. Wir wollen jetzt die Entscheidungen uns ansehen und erstmal zur Luftverkehrssteuer. Da hat der erste Senat entschieden, die Luftverkehrssteuer ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Sie fällt in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes und Erhebung und Ausgestaltung verstoßen nicht gegen das Gleichheitsgebot und auch die Berufsfreiheit der Luftverkehrsunternehmen und Passagiere ist nicht verletzt. Also die Richter haben auch das Ziel des Umweltschutzes, was mit der Steuer verfolgt wurde, gebilligt. Und man hat dann auch sich mit gewissen Ungereimtheiten abgefunden, die es bei der Ausgestaltung des Steuertarifs gab. Die wurden dann der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers zugeschrieben. Das wurde nicht beanstandet. Meine Frage an Sie beide wäre, hat das Gericht die Gesetzgebungskompetenz des Bundes überzeugend begründet und hat das Gericht überzeugend dargelegt, dass die Steuervorschriften mit Artikel 3 in Einklang stehen? All das Gericht hat sich zunächst dem Organisations- und Kompetenzrecht gewidmet. Herr Lepsius wird sehr zufrieden sein. Hat aber auch dort festgestellt, dort haben wir nicht die Probleme. Also dass das Steuerrecht heute vom Parlament demokratisch legitimiert entschieden wird, ist eine Selbstverständlichkeit. Wir haben bei der Luftverkehrssteuer eine Frage, inwieweit man diese Kompetenz auf den Rechtsverordnungsgeber, also auf die Exekutive verlagern kann. Da ging es um den Steuersatz, der gedeckelt ist auf eine Gesamtertragssumme von 1 Milliarde im Zusammenhang mit dem Emissionshandel. Und das ist dort in dieser Vorschrift im Detail beschrieben. Und der Verordnungsgeber konnte dann genau ausrechnen in der Prognose auf das Jahr, wie hoch der reale Steuersatz in diesem Jahr sein muss. Aber die Summe, die erzielt worden ist und damit die Belastung des Bürgers, war im Gesetz vorgeschrieben. Also kein Problem. Demokratie, Parlamentarismus hat sich in besonderer Weise ereignet.
Die zweite Frage, Bundeskompetenz, die ist im Steuerrecht auch ziemlich undramatisch. Der Bund ist immer dann zuständig, wenn er an der Ertrag ganz oder teilweise beteiligt ist und außerdem, also ein eigener Tatbestand, wenn die Voraussetzungen des 72.2, also Wirtschaftseinheit, Rechtseinheit, vorliegen. Normalerweise ist ja der 72.2 eine Kompetenzverengung. Wenn ich nach 74 konkurrierende Gesetzgebung eine Sachmaterie regeln darf, Umweltschutz, dann darf ich von dieser sachlich definierten Materie nur Gebrauch machen, wenn ein Bedürfnis ist nach Wirtschaftseinheit und nach Rechtseinheit. Das ist im Steuerrecht anders. Da ist die Rechtseinheit, also keine Rechtszersplitterung, und die Tatsache, dass wir eine Wirtschaftseinheit brauchen, kompetenzbegründend, nicht kompetenzverengend. Und das ist nun bei einem vernetzten Deutschland und Europa und weltweiten Wirtschaftssystem, das besteuert wird, fast nie ein Problem. Also ich meine, gerade diese Entscheidung ist sehr schön geeignet, dass wir mit großem Ernst die Demokratiefrage und die Bundesstaatsfrage stellen müssen, dass aber die eigentlichen Probleme woanders liegen. Und da sagt dieses Urteil Luftverkehrssteuer etwas sehr Wichtiges für die indirekte Lenkungssteuer. Um die geht es ja gleich auch noch in der Antithese zur Erbschaftssteuer. Dass bei der indirekten Lenkungssteuer, wo ja der Steuerschuldner des Unternehmens ist, der zahlt die Steuer und überwälzt es an den Kunden, den Fluggast. Der hat aber überhaupt keine Rechtsbeziehung zum Finanzamt. Nicht? Und da haben wir ja bisher das Problem, dass es da faktisch keinen Rechtsschutz gibt. Der Unternehmer klagt nicht, weil sie nicht beschwert, ist ein durchlaufender Posten. Und der Steuerträger, der belastet ist, steht in keinem Steuerrechtsverhältnis, sondern der steht in einem zivilrechtlichen Verhältnis, der kauft sich ein Flugticket oder er kauft eine umsatzsteuerpflichtige Ware. Und dann sagen die Zivilrechtler, also die Zivilgerichte, das ist Sache der Finanzgerichte, und die Finanzgerichte sagen, das ist Sache der Zivilgerichte. Und deswegen haben wir zum Beispiel beim BFH die Umsatzsteuerfälle im Wesentlichen als Unternehmerstreit wegen des Vorsteuerabzugs. Aber nicht als Streit um die angemessene Belastung des Steuerträgers. Und da sagt das Verfassungsgericht hier im Kontext des Gleichheitssatzes, also nicht in der Frage Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde, es kommt auch, genauso wie auf den Schuldner, auf den Steuerträger an. Das ist nochmal eine Klarstellung, die erscheint mir sehr wichtig. Die wird jetzt nicht die Popularklage veranlassen, aber wird doch eine Nachdenklichkeit vertiefen, dass wir für die eine Hälfte der Steuern, nämlich der indirekten Steuern, praktisch keinen effektiven Rechtsschutz haben. Nicht? Und da kann ich nur sagen, dieser Spur, die das Gericht gelegt hat, werden wir weiter nachgehen müssen, grundrechtsbewusst, und dort Herrn Lepsius einbeziehen. Bitte schön. Ja, ich kann gar nichts weiteres sagen. Ich schließe mich voll an. Dann möchte ich noch mal nachfragen. Lernen wir etwas aus dieser Entscheidung zur Luftverkehrssteuer, dass uns Hinweise darauf geben könnte, wie das Karlsruher Gericht im Verfahren, im anhängigen Verfahren zu Kernbrennstoffsteuer entscheiden könnte? Sind da irgendwelche, weil Sie die Spuren ansprachen, sind da Spuren zu erkennen, die uns da schon einen Weg weisen? Ja, geringer Erfolgsaussichten, nicht? Würde ich mal vermuten. Und ein Gericht, das eigentlich die Klage abweist, hat natürlich bei der Gelegenheit doch auch die Chance, vielleicht noch ein bisschen was mehr zu sagen. Ich meine, die Kläger, deren Klagebefugnis könnte man ja vielleicht auch noch mal verfassungsrechtlich etwas hinterfragen. Wir haben es hier mit juristischen Personen zu tun, die teilweise dem Land Baden-Württemberg gehören, also im Grunde genommen der staatlichen Sphäre angehören und deswegen vielleicht gar keine Grundrechtsträger sind. Wir haben es mit juristischen Personen zu tun, die dem schwedischen Staat gehören, da könnte man die Grundrechtsträgerschaft auch hinterfragen. Dann haben wir es mit juristischen Personen zu tun, die sind international verflochtene Kapitalgesellschaften. 90% der Aktienanteile werden von Fonds und Anlagegesellschaften gehalten. Da könnte man noch mal fragen, ob das Kriterium des hinreichenden personalen Substrats, in dem ja der Grundrechtsschutz der juristischen Person angelegt ist, hier noch erfüllt ist, wenn wir 91% ja, Anteilseigner haben, die sich eigentlich gar nicht mehr auf real existierende Grundrechtsträger zurückführen lassen. Also ich meine, wir sehen ja auch in der TTIP-Frage die Gefahr,
dass sich mächtige juristische Personen, Oligopole, Monopolisten, international verflochtene Konzerne, die mit Staaten irgendwie umspringen, die Vorzüge des Grundrechtsschutzes zunutze machen. Und damit natürlich, sagen wir mal, ein Rechtsinstrument auch zu ihren Zwecken gebrauchen, das vielleicht einen ganz anderen handfesten Grundrechtsschutz von natürlichen Personen bezweckt hat und auch ein demokratiefunktionales Argument aufrechterhält, nämlich die Freiheitlichkeit des Bürgers in einer Gesellschaft zu schützen, die auf seine freie politische Entscheidung angewiesen ist. Diese ganzen Schutzfunktionen sind bei international agierenden Konzernen gar nicht da. Ich würde mir also wünschen, dass das Bundesverfassungsgericht bei der Gelegenheit vielleicht auch einmal ein paar nachdenkliche Sätze sagt, wie weit eigentlich die Grundrechtsbindung juristischer Personen, die Grundrechtsberechtigung juristischer Personen geht und ob es gewisse qualifizierende Voraussetzungen an die tatsächliche Wahrnehmung von Grundrechten gibt. Vielen Dank. Wobei man da vielleicht schon einwenden könnte, ist das Aufgabe des Verfassungsgerichts oder wäre das eher Aufgabe des Gesetzgebers, dann eventuell eine andere Einengung vorzunehmen? Aber das ist da können wir vielleicht nachher. Der Gesetzgeber sagt, die Gentlemen bitten wir zur Kasse. Ja? Und das Bundesverfassungsgericht sagt, das finden wir gut. Herr Kirchhoff. Also ich höre das mit Interesse. Ich weiß auch, dass das Urteil, das jetzt vorliegt, bestimmte Aussagen enthält, die vielleicht verallgemeinerungsfähig sind. Ich könnte das formulieren, aber ich würde es nicht öffentlich formulieren. Sie werden, Frau Gelinski, es wird Ihnen nicht gelingen, einem ehemaligen Verfassungsrichter eine Prognose über zukünftige Gerichtsurteile des Verfassungsgerichts zu entlocken. Deshalb habe ich auch ganz vorsichtig von Spuren gesprochen. Gut, ich glaube, damit verlassen wir schon die Luftverkehrssteuer. Und wenn Sie dazu im Publikum noch Fragen haben, dann nehmen wir die oder Kommentare, nehmen wir die gerne später dazu. Aber wir möchten jetzt gerne das Gespräch hier erst auf dem Podium fortsetzen und kommen dann zu Erbschaftssteuer. Dazu gibt es, glaube ich, deutlich mehr zu sagen. Der Tenor war ja, was man so lesen und hören konnte, dass es sich um ein ausgewogenes Urteil handelt. Die Wirtschaft war erleichtert, dann sagte, puh, das hätte alles viel schlimmer kommen können. Und auch gerade nach der mündlichen Verhandlung hatten da einige wohl stärkere Restriktionen erwartet. Andererseits gab es dann diejenigen, die bedauerten, dass das Verfassungsgericht das Verfahren nicht genutzt hat, um vom Gesetzgeber eine stärkere Umverteilung der Erbschaftssteuer einzufordern oder auch den Gesetzgeber zu klareren Strukturen zu zwingen. Aber darüber können wir ja dann auch gerne nochmal sprechen. Da stellt sich natürlich auch die Frage, das kann man sich wünschen, aber kann man sich das vom Verfassungsgericht wünschen oder sollte man sich das vom Verfassungsgericht wünschen? Unsere Frage hier ist, hat das Urteil Rechtsklarheit und Rechtssicherheit gebracht? Und vor allen Dingen, wird das, was der Gesetzgeber da jetzt vorhat, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit bringen oder landet die Erbschaftssteuer demnächst wieder in Karlsruhe? Unser Finanzminister Herr Schäuble hat ja schon angekündigt, man wolle sich auf minimalinvasive Korrekturen beschränken. Wir wollen darüber sprechen, was davon zu halten ist. Aber vorher noch mal von Ihnen beiden eine ganz grundsätzliche Einschätzung. Wie ist Ihr erster Eindruck von dem Urteil? Also hier geht es fundamental um die Steuergleichheit. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges und sehr subtil bedachtes und durchgearbeitetes Urteil, das einerseits anerkennt, dass es vor dem Gleichheitssatz einen Unterschied macht, ob ich ein Privatvermögen ererbe oder ob ich ein Betriebsvermögen ererbe, das nicht dem Einzelnen nur gehört, sondern ein Stück etwa für die Arbeitnehmer
aber auch für die Vorlieferanten von Bedeutung ist. Es geht im Urteil ja darum, dass der einzelne Betrieb durch die Besteuerung im Erbfall oder im Schenkungsfall nicht gefährdet ist. Es ist dann ein Urteil, das sehr deutlich macht, das ist ganz wichtig, der Unterschied etwa zwischen mittelständischen Betrieben oder Großbetrieben. Eine anonyme Publikumskapitalgesellschaft ist ja der juristische Versuch der Unsterblichkeit, nicht? Da gibt es keinen Erbfall, die stirbt nicht. Und wenn die dann Streubesitz hat und der Streubesitzer vererbt seine Aktie an seinen Sohn, seine Tochter, das merkt ja die Aktiengesellschaft gar nicht. Also der Großbetrieb, das berührt der Erbfall in den Menschen, in den Personen, die Aktionäre sind, berührt den Großbetrieb nicht, während beim Kleinbetrieb hat das unmittelbare Einwirkung, etwa beim Familienbetrieb, wenn dort der Betrieb vererbt wird von Eltern auf Kinder und die Erbschaftssteuer ist so hoch, dass man nur aus Betriebsvermögen die Erbschaftssteuer zahlen kann, kann das zur Insolvenz dieses Betriebes führen. Und diese, und dann die dritte große Frage, und das ist erstmalig in dieser Deutlichkeit und in dieser Präzision ausgeführt, unser Kernproblem der Steuergleichheit ist ja heute die Steuergestaltung. Das Gesetz Gleichheit für alle schafft eine bestimmte Regel, aber der Bürger nimmt den zivilrechtlichen Vertrag, um seine Steuerverhältnisse so zu formulieren und darzustellen, dass die Steuerlast vermieden wird oder verringert wird. Also einmal ein Problem, davor sagt das Zivilrecht, ob die Dispositionsbefugnisse der Parteien über das, was den Parteien gehört, hinausgreift, ist durchaus die Frage, also ob die Steuergestaltend den staatlichen Gesetzgeber korrigieren können. Und diese Frage steht ja im zweiten Teil dieses Gleichheitsurteils zentral im Mittelpunkt. Und damit haben wir erstmals von unserem Verfassungsgericht eine strukturierende Antwort auf die zentrale Gleichheitsfrage im Steuerrecht der Gegenwart. Das Gesetz muss gleich sein, gleichheitsgerecht formuliert sein, aber dann kommt die eigentliche entscheidende Frage, dass die Beratungsindustrie nicht aus diesem gleichheitskonformen Gesetz durch Steuergestaltung ein individuelles Privileg, also eine individuelle Ungleichheit macht. Und der dritte Punkt, kurz und knapp am Ende, aber sehr bedeutsam, die Gleichheit in der Zeit. Nicht? Darüber müssen wir nachher sprechen. Wie verhält sich der Gesetzgeber, wenn das Bundesverfassungsgericht in einer Unvereinbarkeitserklärung gesagt hat, wir nehmen das alte Recht vorübergehend bis Juni nächsten Jahres zur Kenntnis, soll weiter angewandt werden, damit die Gleichheit in der Zeit nicht durch einen Riesenbruch, anderthalb Jahre keine Erbschaftssteuer, dann wieder Erbschaftssteuer, zerstört wird. Und da sagt das Gericht, der Gesetzgeber kann, wenn ich es mal einfach sagen darf, rückwirkend reparieren. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag zur Gleichheit in der Zeit. Also wir werden, glaube ich, große Themen, große Grundstrukturen dieses Urteils entwickeln müssen. Und weil Sie schon angesprochen haben, das Gericht sagt ausdrücklich, der Gesetzgeber kann jetzt die große neue Lösung machen oder die kleine Reparatur. Wenn er die kleine Reparatur macht, wird, weil die Gestaltungsindustrie hellwach ist, der nächste Prozess in Karlsruhe vorprogrammiert sein. Dann dankt die Politik, das Parlament, da wird Herr Lepsius mit mir dagegen kämpfen, ab. Das Parlament gibt die Grundlinien und Maximen und deswegen sehe ich im Ideal des Verfassungsstaates dieses Urteil an den Gesetzgeber als Auftrag zu einer grundlegenden Erbschaftssteuerreform. Sehen Sie das auch so? Also ich stimme Herrn Kirchhoff vollends zu. Es ist eine sehr vernünftige Entscheidung und wir sind, glaube ich, alle sehr dankbar, auch für dieses Urteil. Aber nichts ist so gut, dass man es nicht auch noch besser machen könnte. Nicht? Das Urteil bringt eine Präzisierung der Gleichheitsmaßstäbe bei den Lenkungssteuern. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich und sinnvoll. Frau Gelinski hat ja eingangs auch erwähnt, dass wir im Steuerrecht ein strukturelles Grundrechtsdefizit haben, weil, Herr Kirchhoff sieht das anders, die Freiheitsrechte gerade nicht einschlägig sind auf die Besteuerung und wir im Grunde nur beim Gleichheitssatz noch fündig werden. Das heißt, wir kriegen im Steuerrecht eine Prominenz des Gleichheitssatzes und gerade des allgemeinen Gleichheitssatzes, die wir sonst bei den Freiheitsrechten nicht haben. Wir haben eigentlich mit den Freiheitsrechten immer einen schärferen Maßstab, sodass das Gleichheitsproblem, das ja in jedem Freiheitseingriff auch enthalten ist, eigentlich unerheblich wird, weil wir den Freiheitseingriff eben über die schärferen freiheitsrechtlichen Maßstäbe schon hinkriegen.
Das ist im Steuerrecht eben anders. Dort wird der allgemeine Gleichheitssatz wirklich relevant. Und darin unterscheidet sich das Steuerverfassungsrecht eben von anderen Referenzgebieten. Hier bringt das Urteil interessante Neuerungen, die wir jetzt nicht im Einzelnen hier besprechen wollen, das würde ja zu sehr in Details führen. Das Ganze funktioniert aber doch in so einer gewissen Regelausnahmesystematik oder in einem Zutrauen an den Gesetzgeber, dass dann wiederum etwas einkassiert wird. Also es ist so eine verschachtelte Prüfung, die ganz charmant ist, muss ich sagen, weil sie an verschiedenen Stellen Gestaltungsspielräume eröffnet und zugleich auch eine Kontrolldimension erhebt und teilweise einlöst. Also ich finde das so eine im Grunde ganz angenehme Dynamik von Offenheit und Rücknahme der Offenheit. Also ich glaube, das ist ein, ja, auch sozusagen eine diskursive Verarbeitung des politischen Prozesses mit den Mitteln der Grundrechtskontrolle. Es hat mir vom Stil her gefallen. Also es heißt, der Gesetzgeber hat einen großen Gestaltungsspielraum in der Auswahl der Steuergegenstände und auch der Maßstäbe der Besteuerung. Dann kommt aber, wenn er es dann einen Steuergegenstand hat, dann kann er ihn eben nicht mehr frei ausgestalten, dann unterliegt er einer stärkeren Kontrolle. Dabei kann er Verschonungen vornehmen, da ist er wieder ganz frei, wen er denn verschonen will, aber wenn er dann verschont hat, dann muss er das auch wieder, jedenfalls unter Beachtung der Gleichheit tun. Dabei darf er wiederum typisieren, da ist er wieder frei, aber die Typisierung hat wiederum Grenzen. Also es geht immer so hin und her. Ja. Das, glaube ich, ist schon mal ein interessanter Ansatz und der wird uns weiter beschäftigen. Die Frage, die sich Juristen natürlich stellt, ist das ein steuerrechtlicher Ansatz oder ist er verallgemeinerungsfähig? Ja, das ist eine Frage, über die wir sprechen müssen. Ein zweiter Punkt wäre die Rücknahme der Prognosekontrolle. Viele Gesetze basieren auf Prognosen. Es ist ja geradezu die Aufgabe des politischen Prozesses, auf unsicherer Tatsachengrundlage eine Gesetzgebung zu beginnen. Wir wollen irgendeinen Prozess gestalten, vielleicht Gefahren verhindern, die Welt verbessern. Also wir entscheiden uns heute auf der Basis einer Prognose. Aber wir wissen natürlich nicht, ob die Prognose stimmt und wie sich eigentlich die Prognoseelemente entwickeln. Sodass Verfassungskontrolle zu einem Großteil einfach auch die Kontrolle der prognostischen Grundannahmen beinhaltet. Und da hat das Bundesverfassungsgericht vor so circa 10 Jahren in der Altenpflegeentscheidung doch sich mehr zugetraut an Prognosekontrolle, als es wahrscheinlich selber einlösen kann, Beobachtungs- und Nachbesserungspflichten des Gesetzgebers statuiert. Im Grunde genommen versucht den politischen Prozess, der ja selber durch neue Mehrheiten aufgrund von Wahlentscheidungen, Beendigung der Legislaturperiode genötigt wird, die eigenen Annahmen auch immer in Frage zu stellen, das Bundesverfassungsgericht sich zugetraut, diesen Prozess zu konstitutionalisieren. Das fanden viele, ich schließe mich da ein, nicht so richtig gut. Und in dieser Entscheidung ist von dieser Prognosekontrolle gar nichts mehr zu spüren. Also da wird gesagt, das ist eine Gefahrenprognose oder Gefährdungsprognose, sagt das Gericht, und die ist plausibel und die nehmen wir hin. Da hatte ich dann schon wiederum jetzt ein paar Zweifel. Denn wir lesen dann in den ganzen Gutachten der Sachverständigenbeiräte, dass eigentlich empirisch der Umstand, dass die Erbschaftssteuer zur Aufgabe von Familienunternehmen führt, empirisch gar nicht belegbar ist. Also alle die Dinge, die wir, sagen wir mal, sonst für eine Prognosekontrolle heranziehen, die indizieren doch hier, dass das vielleicht gar keine richtige Prognose ist des Gesetzgebers, sondern dass diese ganze Verschonungsregel eigentlich doch nur ein Mittelstandsbekenntnis in einer globalisierten Welt ist. Also sozusagen in Europa müssen wir was für den Mittelstand tun, den haben andere Länder nicht. Und sagen wir mal, so ein symbolischer Aktionismus für den deutschen Mittelstand ist, ohne hinreichend empirische Grundlage. Ja. Also in anderen Fällen hätte das Bundesverfassungsgericht hier kurz einen Prozess gemacht. Nicht? Und gesagt, also hier fehlt jeder empirische Nachweis für die Regelungsbedürftigkeit. Und hier lesen wir, das ist plausibel. Ja? Das finden wir eigentlich ganz richtig. Da sehen Sie sozusagen das Vorverständnis, dass der deutsche Mittelstand irgendwie ein schützenswertes Rechtsgut in der Verfassungsordnung ist. Ich habe jetzt gar nichts dagegen, also ich sehe das eigentlich auch so. Ja? Aber wenn wir solche Vorverständnisse gewissermaßen dann als Basis für grundsätzliche Aussagen über die Rechtskontrolle von Prognosen nehmen, nicht, dann liegen wir falsch. Dann müssen wir einfach auch sagen, naja, also
Hier haben wir ein Bekenntnis innerhalb Europas zugunsten des Mittelstandes. Nicht anderswo gibt es nur juristische Personen und die genießen natürlich viele Privilegien und die juristische Unsterblichkeit, von der Herr Kirchhoff gesprochen hat. Und das heißt, mittelständische Unternehmen, die häufig in Familienbesitz sind, haben natürlich erschwerte Bedingungen in der Rechtsordnung und denen erweisen wir gewissermaßen unsere Referenz. Das wäre eine positive Lesart. Sie können auch das negativ lesen und können sagen, das Erbschaftssteuergesetz ist einfach das Ergebnis sehr erfolgreicher Lobbyarbeit in Berlin. Ja, so können Sie das natürlich auch sehen. Nicht? Da sind mächtige Gruppen und die haben sich einfach auch mal im politischen Prozess durchgesetzt und das Bundesverfassungsgericht nickt das ab. Also das wäre die negative Lesart. Ja. Ja, wobei ich mich frage, ob das nicht doch etwas raffinierter ist, das Urteil insofern, als dass ich nochmal auf diese Dynamik, die Sie eben ansprachen, dass ich das nochmal aufgreifen will. Denn in der Tat, an der Stelle ist das Gericht sehr, sehr großzügig. Aber dann kommt ja diese Neuerung, die wir haben, dass nämlich Steuergesetze, die entgegen ihrer Zwecksetzung steuermindernde Gestaltungen in erheblichem Umfang zulassen, von Anfang an verfassungswidrig sein können. Und das ist ja auch also ein Satz, der dem Gesetzgeber erhebliche Prognosen abverlangt. Wie das funktionieren soll, ist also diese Äußerung wirft ja gewisse Fragen auf, die in denen es genau um Prognosen geht. Und da haben wir ja eine Stelle, in dem das Verfassungsgericht im Grunde die Schleusen wieder zumacht. Inwieweit es die zumacht, weiß ich nicht, vielleicht können Sie dazu noch, können Sie uns helfen, Herr Kirchhoff? Mich drängt es, Ihnen zu helfen, nachhaltig. Also erstens, wir nehmen mal zur Kenntnis, dass der Artikel 14, also das Freiheitsrecht des Eigentümers, als Maßstab für Besteuerung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anerkannt ist. Das ist die Vermögensteuerentscheidung, das ist die Erbschaftssteuerentscheidung 1996, das ist die Zinsentscheidung. Das sind die Sozialpfandbriefe, das ist die Entscheidung Gewerbesteuer, Einkommensteuer. Und wenn Sie eine Akteurin lesen wollen, Frau Osterloh, die hat den Artikel 3 im Kommentar bei Sachs kommentiert und sagt, dass der Artikel 14 ein zentraler Maßstab ist für das Übermaß. Also wir brauchen keine Sorgen haben, dass das Verfassungsgericht die Freiheitsidee verkennen würde. Und das sage ich auch mit Blick auf den Gesetzgeber. Denn was sich jetzt anbahnt, ist natürlich eine fundamentale Freiheitsfrage auch. Also es war nicht das Thema des Gleichheitsurteils des Bundesverfassungsgerichts. Aber wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, wir kommen wieder auf Ideen, wir binden 70% der Lohnsumme auf 5 oder 7 Jahre. Oder das Betriebskapital binden wir auf 10 Jahre. Das ist natürlich Investitionslenkung. Das berührt den Eigentümer elementar, nicht? Stellen Sie sich mal einen Unternehmer vor, der erbt das jetzt, der Sohn erbt es vom Vater. Haben viele Arbeitnehmer, aber der stellt jetzt um, weil die technische Entwicklung so ist, auf Computer und Roboter, um den Betrieb zu retten. Dann braucht er jetzt viel Kapital, nimmt die Zahl der Lohnsumme deutlich zurück, weil es die Computer machen, und dann muss er deswegen Erbschaftssteuer bezahlen. Nicht? Das ist schon eine Frage des Artikel 14. Also wir sollten die Freiheitsfrage bei dieser Steuer nicht ausblenden, die sich anheischig macht, das unternehmerische Verhalten allein wegen der Erbschaftssteuer auf 5 und 7 und im äußersten Falle auf 10 Jahre zu binden, das ist die Prognosefrage. Diese Prognose trifft nicht der Gesetzgeber, sondern trifft der Eigentümer, der dafür einsteht, dass es diesen Betrieb noch in 10 Jahren gibt. Aber jetzt zu unserem Urteil, die Gleichheitsfrage. Da würde ich nun in der Tat sagen, wir kommen ganz am Schluss auf die Prognose, aber das Gericht wendet den Gleichheitssatz an, indem es sehr sorgfältig die Realität analysiert und dort die Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten, also die Gleichheitserheblichkeit, feststellt. Es analysiert die Frage Privatvermögen und Betriebsvermögen. Es analysiert genau die Frage 50% Verwaltungsvermögen. Es analysiert den Effekt, einmal die Entlastung, ganz oder teilweise, für die Großindustrie, dann für die Unternehmen mit 20 Arbeitnehmern und dann für die noch kleineren. Es analysiert dann nachher die Effekte, Kaskadeneffekt bei der Gestaltung, Betriebsspaltung bei der Gestaltung, Cash GmbH, damals noch, gibt es heute nicht mehr, bei der Gestaltung. Also das Gericht macht uns sehr bewusst,
Wenn ich den Gleichheitssatz anwenden will, muss ich mich erstmal eingraben in die Realität. Und wenn ich die verstanden habe, dann habe ich die gleichheitserheblichen Fragestellungen definiert. Und wenn ich die definiert habe, und wir sollten wahrscheinlich doch auf diese Fragen dann gleich mal eingehen, wenn ich die tatsächlichen Verschiedenheiten definiert habe, kommt die Frage, sind die vor dem Gleichheitssatz gerechtfertigt? Und dann sagt das Gericht zu Recht, wesentliche Verantwortlichkeit des Gesetzgebers. Und dann entwickelt es den Gleichheitssatz wahrscheinlich über das Steuerrecht hinausgreifend konkreter. Also wir haben eine Skala von der Willkürprüfung, fließende Übergänge bis zur strengen Verhältnismäßigkeit, das weiß jeder nicht. Aber hier findet in den konkreten Gleichheitsfragen immer die strenge Verhältnismäßigkeit Anwendung. Und zwar nach dem Maßstab, der Gleichheitssatz wird umso konkreter, einmal wenn die Freiheitsrechte betroffen sind. Das spricht eine gewisse Spezialität sogar, wenn man das mal interpretiert, der Freiheitsrechte gegenüber Gleichheit. Freiheit heißt, sich unterscheiden zu dürfen, nicht? Berufsfreiheit, der eine arbeitet Tag und Nacht, wird reich an Geld, der andere philosophiert Tag und Nacht, wird reich an Gedanken, nicht? Die sind dann freiheitsrechtlich verschieden und diese Verschiedenheit ist freiheitsrechtlich gerechtfertigt, nicht? Und dann die zweite Frage, zweiter Punkt der konkreten Gleichheit, das hängt mit der Freiheit zusammen. Ist der Betroffene sozusagen vom Gesetzgeber schicksalhaft betroffen oder kann er persönlich über die gleichheitsdifferenzierenden Merkmale differenzieren? Also der Erbe kriegt Privatvermögen oder Betriebsvermögen, das ereignet sich für ihn, da kann er nichts machen. Nicht? Also schärferer Gleichheitssatz. Dann drittens, bezogen auf die Person, immer dann, wenn die Person in besonderer Weise betroffen ist, insbesondere 3 Absatz 3 in persönlichkeitsbestimmenden Merkmalen, Herkunft, Geschlecht, Religion und so fort, dann wird der Gleichheitssatz hochsensibel. Und viertens, das ist eine Weiterentwicklung, die besonders gravierende, schwere Bedeutung der Unterscheidungen, die gleichheitswidrig sind. Nicht? Da haben wir eine präzise Dogmatik. Also wir haben erst eine Sachverhaltserkundung, die imponiert, und dann eine Maßstabspräzisierung, die es uns erlaubt, den Gleichheitssatz jetzt fast in handwerklicher Gediegenheit anzuwenden. Und das sollten wir uns bewusst machen. Und da sollten wir mal besprechen, was dabei rauskommt für das Phänomen Erbschaftssteuer. Das ist ganz bemerkenswert. Was kommt dabei heraus für das Phänomen Erbschaftssteuer? Ja, also Herr Kirchhoff musste ja zu Artikel 14 was sagen, dann muss ich das sonst auch noch tun. Also das wollten Sie immer gern, dass die Steuer an Artikel 14 gemessen wird. Und Sie hatten natürlich die institutionellen Möglichkeiten, das auch so zu entscheiden. Aber es ändert nichts daran, dass die Steuer natürlich eine Verhaltenspflicht ist und nicht auf die Substanz, keinen Substanzeingriff darstellt. Nur in den Fällen, in denen wir von der konfiskatorischen Steuer sprechen, ist der unmittelbare Substanzeingriff natürlich ein Artikel 14 Problem. Und auch bei anderen Substanzsteuern, wenn gewissermaßen kein dazwischentretendes Element des Verhaltens vorliegt, könnte man an einen 14-Eingriff denken. Darf ich eine Zwischenfrage stellen, dass wir gut ins Gespräch kommen? Gibt es eine gesetzliche Regel, die keine Verhaltenspflicht auslöst? Das ist das Typische. Ja, das ist ja das Dilemma bei der Steuer. Der Gesetzgeber wendet sich an den Menschen, damit er sich verhält, nämlich was von seinem Eigentum hergibt an den Staat. Ja. Das ist die notwendige Folge jeder Gesetzgebung, Verhaltenspflichten. Ja, und das ist jetzt ja genau das Dilemma, dass wir bei der Steuer eine Verhaltenspflicht haben, für die wir kein Freiheitsrecht als korrespondierendes Recht haben. Und Sie wollen diese Lücke, die sich hier tut, nun im Grunde genommen durch eine Ausdehnung des Schutzbereichs der Eigentumsgarantie stopfen. Ich sehe dafür sozusagen ja Bedarf, ja. Aber ich würde sagen, das ist in der Logik jetzt der Eigentumsgarantie, es wird eben das Erworbene geschützt und nicht der Erwerb, nicht angelegt. Also man kann natürlich das so sehen. Dann müsste man aber auch sagen, das ist kein Schutz von Artikel 14, sondern von Artikel 14a, den wir hier einfach mal richterrechtlich erfunden haben. Ja? Kann man machen. Ja? Aber mir wäre wichtig, wenn man das macht, weil man dafür ein Schutzbedürfnis hat, dass man das dann auch als steuerrechtliche Sonderdogmatik bezeichnet. Und man sagt, wir haben hier ein strukturelles Kontrolldefizit, wir haben kein Freiheitsrecht und wir schaffen jetzt eins. Darüber rede ich gern. Aber es ist nicht Artikel 14, sondern es ist dann der noch nicht erdachte Artikel 14a. Dann geht das. Jetzt. Also wir sind uns beide einig, nehmen wir mal an, da ist eine Grundsteuer und die sagt dem Steuerpflichtigen als Verhaltenspflicht, er muss jedes Jahr 10 Quadratmeter seines Grundstücks an den Staat abgeben. Da würde jeder sagen, das ist Eingriff in Eigentum. Sogar ein Grundeigentum, 19. Jahrhundert immer beieinander. Jetzt macht er es etwas freiheitsschonender. Er sagt, du bist verpflichtet,
aus deinem erworbenen Einkommen, das ist ja eine Rechtsposition, die dem Berufstätigen, der erworben hat, zusteht als Eigentum. Du musst aus dem erworbenen Eigentum 100 zahlen, sonst vollstrecke ich in dein Grundstück. Nicht? Das ist in der Moderne, wo das Eigentum nicht nur Grundstück und Gewerbebetrieb ist, sondern für die Menschen ist das Eigentum der Lohnanspruch und der Sozialversicherungsanspruch. In der Moderne unserer Wirklichkeit, wenn wir diesen Menschen Eigentumsschutz geben wollen, und natürlich geben wir ihnen, das Verfassungsgericht tut das selbstverständlich, dann ist es notwendig, mit der Entwicklung mitzuschreiten, dass heute eben die ökonomische Grundlage individueller Freiheit nicht der Grundbesitz ist oder der Sachgegenstand, sondern das Geldeigentum. Und wenn dann der Staat auf dieses Geldeigentum zugreift, dann ist das von der Eigentumsgarantie berührt, natürlich nicht verletzt, berührt. Aber ich würde sagen, lassen Sie uns jetzt über Gleichheit nachdenken, weil dieses faszinierende Urteil das verdient. Ja, ich habe gerne eine Frage noch dazu. Nach den Maßstäben, die Sie jetzt für Artikel 14 formuliert haben, hätte das zu einem anderen Ergebnis in dieser Entscheidung geführt? Nein, nein. Also diese Entscheidung, die hebt ja auf und sie hat die Gleichheitsprüfung zum Thema. Und das ist auch richtig so, bei dem ganzen Lenkungsthema. Das war ja, wir behandeln das kurz, das Übermaß, aber das war ja nicht das Thema. War überhaupt nicht, in der mündlichen Verhandlung wahrscheinlich auch nicht, war nicht gerügt, dass die Erbschaftssteuer zu hoch ist und sie ist so ungleich. Und der Richter entscheidet über das, was die Antragsteller ihm anbieten. Dies ist ein gleichheitsrechtliches Urteil. Ich wollte nur, weil es eingangs jetzt gesagt wurde, das ist nicht die Verneinung, dass es noch einen weiteren Verfassungsmaßstab gibt oder viele, nehmen Sie mal Artikel 6, wenn es um das Familiengut geht, haben wir mal gesagt, dann muss das Familiengut, also Oma ihr Häuschen, nicht? Wollen die Eltern an die Kinder nicht gemindert durch Erbschaftssteuer weitergeben. Deswegen haben wir jetzt die Freibeträge 400.000 für jedes Kind, nach jedem Elternteil. Also das Alleinkind 800.000, dann sind in der normalen Familie die Vermögensverhältnisse so, dann ist das steuerfrei an die nächste Generation gegeben. Nicht? Dann kommen wir jetzt nochmal auf die ganz handfesten Dinge zurück, die das Verfassungsgericht hier aufgegeben hat, oder nicht uns, sondern vielmehr dem Gesetzgeber. Und zwar wird ja gefordert, es müsse eine Bedürfnisprüfung für größere Unternehmen geben. Wenn ich das richtig verstanden habe in der Diskussion von Unternehmern und der Wirtschaft, ist das ein Punkt, der dort Kopfzerbrechen zerbreitet. Man rätselt, inwiefern der Gesetzgeber dieser Pflicht nachkommen kann, macht sich auch ein bisschen Sorgen, vor allem dahingehend, inwiefern Finanzbehörden und Steuerpflichtige hier zusammenarbeiten müssen sollen. Herr Kirchhoff, Sie haben mal geschrieben, diese beiden seien auf Verständigung angewiesen. So wie das aus der Wirtschaft klang, ist man nicht unbedingt überzeugt, dass diese Vorgabe Bedürfnisprüfung geeignet ist, eine solche Verständigung zu fördern. Aber mein Satz, Sie sind auf Verständigung angewiesen, betrifft die Betriebsprüfung, die Außenprüfung. Also das ist ein Unternehmen mit internationalem Bezug und jetzt kommt ein Prüfer. Und jetzt müssen die alle, ich sage es mal ganz einfach, alle Belege aus Italien und Kroatien und Finnland und aus England und USA und Japan prüfen und zusammenlegen. Diese Belege sprechen nicht Englisch oder Deutsch, sondern die sprechen Japanisch und Finnisch. Das kann der deutsche Prüfer gar nicht und der Unternehmer natürlich auch nicht. Und dann haben wir teilweise eine Komplexität des Steuerrechts, insbesondere dann, wenn verschiedene Steuerrechtsordnungen zusammenwirken und dann noch das deutsche Doppelbesteuerungsabkommen hinzukommt, dass man irgendwann einmal, wenn man nach den Regeln unseres Verfahrens den Sachverhalt ermittelt hat, ihn dennoch nicht vollständig aufgeklärt hat. Und dann kommt es zu dem, was die Rechtsprechung tatsächliche Verständigung nennt. Das ist aber nicht Verständigung über Tatsachen, sondern sagt, die letzten Tatsachen können wir nicht aufklären. Jetzt schlagen wir die Summe durch. Der Finanzbeamte fordert 100, der Unternehmer sagt 0, dann zahlt er 50 und der Fall ist erledigt. Aber ganz am Ende, wenn das Steuerrecht sorgfältig angewandt worden ist, wenn die Betriebsprüfung stattgefunden hat, also Unterschleif und Strafbarkeit ausgeschlossen worden ist, dann bleibt in vielen normalen Fällen beim redlichen Steuerbürger und beim redlichen Beamten noch ein Unsicherheitsbereich. Für den habe ich das gesagt. Sonst
strikte Legalität und jetzt bei der Bedürfnisprüfung, also das ist die Frage, kann der Gesetzgeber etwa den Großunternehmen pauschal unter bestimmten Voraussetzungen vollständige Steuerfreiheit gestatten? Kann der Gesetzgeber jedem Unternehmen mit bis zu 20 Arbeitnehmern pauschal wesentliche Steuerminderung oder Steuerfreiheit gestatten? Da sagt das Verfassungsgericht, das ist zu grob, zu undifferenziert. Da muss man prüfen, ob hier wirklich ein Bedürfnis nach Schutz besteht im Dienste des Betriebes. Es geht um die Erhaltung des Betriebes. Das ist nicht die Idee allgemeiner Mittelstandseuphorie, sondern das ist die Struktur des Verantwortungsunternehmers. Das ist ja vielleicht eine der wichtigsten Fragen unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Nicht? Bei der Kapitalgesellschaft ist ein Vorstand verantwortlich 5 Jahre, dann steigt er aus, kriegt eine hohe Abzahlung und geht zum nächsten Betrieb. Nicht? Während dort, wo der Unternehmer täglich in seinen Betrieb geht, täglich seinem Kunden ins Auge schaut, weitgehend persönlich haftet, das ist eine andere Struktur des Wirtschaftens und das ist wahrscheinlich, sehen Sie die Exzesse im Finanzmarkt, das Kernproblem unseres Wirtschaftssystems. Je anonymer dieses Wirtschaftssystem wird, desto weniger können wir rechtliche Verantwortlichkeiten zuordnen, weil wir die Personen nicht kennen, und desto weniger greift noch das Recht. Das Recht greift immer, wenn ich jemanden habe, der persönlich verantwortlich ist. Und deswegen finde ich dieses Urteil in der Differenzierung Kleinst- und Klein- und Mittel- und Großunternehmen, gerade in der Frage der Erbschaftssteuer lässt sich so schön zeigen, nicht? Weil ja die Kapitalgesellschaft, das ist auch die GmbH und GoKG, also der Erbfall findet dann in der GmbH nicht statt. Nicht? Weil man dort zeigen kann, dass die persönliche Verantwortung einerseits die Tugend des Unternehmers ist, andererseits jetzt aber bei der Erbschaftssteuer natürlich auch die Belastung des Unternehmens. Wenn ich den Erben, der Unternehmer ist, hoch besteuere und er muss sein Betriebskapital nehmen, dann ist eben der Betrieb gefährdet. Und deswegen sagt das Gericht, Bedürfnisprüfung deutet aber an, wenn ich das Urteil richtig verstehe, dass es die Maßstäbe der Bedürfnisprüfung vom Gesetzgeber erwartet. Da gibt es mal eine Passage, die sagt das ausdrücklich so, dass nachher die Verwaltung das Gesetz anwenden muss und dass es dann Zweifelsfragen gibt, ist klar. Das Steuergesetz im Gegensatz zum anderen Gesetz hat immer, wenn es ein bedeutender Steuerfall ist, immer den Grenzfall, weil die Steuerberatung den Grenzfall sucht. Das ist ja unser Problem. Normalerweise sind wir in Deutschland recht treu. Wenn jemand ein Haus bauen will, er möchte gern zweistöckig, aber der Bebauungsplan sagt, er darf nur einstöckig, sagt er, schade, dann baue ich halt einstöckig. Wenn der Steuerbescheid kommt und er sagt, du sagst 100, du musst 100 zahlen, dann geht er zum Steuerberater und sagt, geht es nicht auch mit 50? Nicht? Wir akzeptieren die Norm nicht, sondern wir versuchen, die Norm so anzuwenden, dass der Einzelne gegenüber dem Nachbarn privilegiert ist. Nicht? Sonst wäre die Steuerrecht unerträglich. Nicht? Das muss man auch mal sehen. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts haben die Menschen auf den Straßen mit Bajonetten für ein besseres Steuerrecht gekämpft. Dann wurde der Bürger freiheitsbewusster, die Steuer wurde gesetzlich, Gesetzestext, Urkundlichkeit. Und dann hat er den Kampf gegen das schlechte Steuergesetz aufgegeben und das individuelle Privileg, das heißt die gute Steuerlösung, für sich persönlich erkämpft. Nicht? Und das ist die Krux unseres Steuerrechts in der Gegenwart. Trotzdem würde ich jetzt gerne von Ihnen, Herr Lepsius, wissen, beschert uns diese Bedürfnisprüfung denn tatsächlich ein besseres Steuerrecht? Oder besteht da nicht die Gefahr, dass da wieder Strukturen geschaffen werden, die dann gerade das, was Sie ansprachen, Herr Kirchhoff, diesem Gerechtigkeitsempfinden nicht gerecht werden, sodass dann wieder jemand nach Karlsruhe zieht und dann wir ein ähnliches Phänomen haben, wie wir das schon auf anderen Rechtsgebieten hatten, zum Beispiel im Wahlrecht, dass Karlsruhe sich dann vornimmt, diese Strukturen, in die der Gesetzgeber für diese Bedürfnisprüfung geschaffen hat und dann da eine minimalinvasive Prüfung stattfindet und man dann sich verheddert? Also Bedürfnisprüfungen sind immer ein Ausdruck der Einzelfallgerechtigkeit und deswegen eigentlich zu begrüßen. Die juristische Umsetzung ist außerordentlich schwierig, weil wir natürlich entweder endloses Personal brauchen, das diese Bedürfnisprüfung tatsächlich vornimmt. Wir haben häufig gar nicht die Ressourcen, das rechtspraktisch dann durchzuführen im Verwaltungsvollzug. Also wir würden bürokratische Monster schaffen und Sonderorganisationen gebrauchen.
Deswegen weichen wir dann gerne auf Typisierungen aus, in denen eben die Bedürfnisprüfung im Grunde unterstellt wird. Das trifft aber natürlich dann wiederum nicht die Fälle, in denen es wirklich relevant wird und umfasst wiederum Fälle, in denen vielleicht die Bedürftigkeit gar nicht gegeben ist und dadurch entstehen wieder Ungerechtigkeiten. Und das ist immer ein Hin und Her. Also hier das richtige Maß zu finden an dem, was an Einzelfallgerechtigkeit auch personell organisatorisch geleistet werden kann und dem, was an Typisierung notwendig ist, ist sehr schwer. Da kann das Bundesverfassungsgericht eigentlich auch gar nichts anderes als sagen, der Gesetzgeber soll sich eben ein praktikables Modell ausdenken. Und es ist doch vollkommen klar, dass dieses praktikable Modell immer latent verfassungswidrig ist. Denn entweder ist zu viel typisiert oder zu wenig Bedürftigkeit rausgekommen. Das Gericht kann jede Bedürftigkeitsprüfung angreifen, wenn es will. Es kann jede Typisierung angreifen, wenn es will. Was das Gericht hier macht, ist eigentlich doch gar keine Rechtskontrolle, sondern es ist ein Diskurspartner des Gesetzgebers in der kontinuierlichen Fortentwicklung des Steuerrechts geworden. Wir begreifen das Gericht hier viel zu sehr als Gericht. Es ist jetzt hier mehr als politisches Organ zu sehen. Es ist ein Verfassungsorgan, das in den Formen einer Rechtskontrolle eine Dienstleistung für den politischen Prozess erbringt. Es ist ja so, dass Herr Kirchhoff das Gericht rühmt, in dieser Entscheidung für Entscheidungen, die ja der Gesetzgeber getroffen hat. Also diese ganzen Differenzierungen und die Frage der Ausgestaltung der Differenzierung hat sich ja das Parlament überlegt. Und dabei natürlich im Jahr, wann war es, 2008, Annahmen getroffen, die wir jetzt, 6 Jahre später, in der Ruhe des Karlsruher Gerichtssaals mit hinreichender empirischer Aufbereitung natürlich vielleicht auch in Frage stellen können. Also was das Gericht macht, ist doch eigentlich eine Rechtsfolgenbewertung und nicht eine Verfassungskontrolle. Es nimmt nach einem gewissen Zeitraum mal eine kritische Prüfung einer an sich plausiblen gesetzlichen Entscheidung vor und fragt dann, war das eigentlich sinnvoll? Wie ließ sich das eigentlich durchsetzen? Wie ist denn die Folgenkontrolle? Das ist die Funktion, die das Gericht hier ausübt. Und ich halte diese Funktion für wichtig und richtig. Was mich jetzt sozusagen zögern lässt immer, ist dann die Verpackung dieses Prozesses in den Formen einer grundrechtlichen Kontrolle. Und da wird es problematisch, weil jetzt die Gewaltenteilungsproblematik juridifiziert wird, obwohl im Grunde genommen das Gericht hier eine sinnvolle Funktion ausübt. Wir sehen vielleicht den Prozess, wenn wir doch mal die Rechtslage der Erbschaftssteuer vergleichen. Seit 1987 ist das geltende Erbschaftssteuerrecht immer verfassungswidrig gewesen, in Teilbereichen. Ja? Das kann doch gar nicht stimmen. Ja? Es kann doch nicht sein, dass der, was ist denn das für eine Rechtsordnung, meine Damen und Herren, ja? In denen irgendwie seit 30 Jahren Teile des Steuerrechts sozusagen verfassungswidrig sind. Ja? Entschuldigung. Ja. Sozusagen die permanente Erklärung der Rechtslage für verfassungswidrig zeigt doch, dass das Problem vielleicht nicht nur beim Gesetzgeber, sondern auch beim Bundesverfassungsgericht liegt. Ja? Das kann gar nicht sein. Wir können dem Ganzen aber auch was Gutes abgewinnen. Was passiert, ist doch Folgendes. 1995 im Vermögensteuerbeschluss wird die Bewertungsregelung seit 1987, die ja auch im Erbschaftssteuergesetz relevant ist, ja, beanstandet, deswegen 87 beginnt die Verfassungswidrigkeit. Jetzt kommt der Gesetzgeber und regelt das 1996 neu, dann kommt die nächste Entscheidung, jetzt weiß ich nicht, 2002, in der wird dann seit 96 wieder alles aufgehoben, dann regelt der Gesetzgeber neu, dann sind wir 2006, dann wird das aufgehoben, jetzt kriegen wir die Neuregelung aus 2008, die wird jetzt auch beanstandet. Das ist doch ein faszinierender, wenn Sie es jetzt einfach mal vom politischen Prozess her sehen, ein faszinierender Vorgang, in dem das Gericht nach Ablauf nicht weniger Jahre eine Folgenkontrolle der Ziele des Gesetzgebers vornimmt. Inzwischen sind Legislaturperioden verstrichen, Mehrheiten haben sich geändert, Konzepte haben sich geändert. Es ist doch außerordentlich sinnvoll im politischen Prozess, dass wir irgendeine Institution gewissermaßen mit einer Überprüfung dieser komplizierten Regelungswerke betrauen. Und das ist nun eben im Bundesverfassungsgericht angesiedelt. Ja? Und das Gericht muss nun auch wiederum für verfassungswidrig erklären. Es kann doch gar nichts anderes machen, damit der Gesetzgeber nun auch wieder tätig werden kann. Ja. Insofern stößt das Gericht immer mal wieder alle 6 bis 8 Jahre den Nachdenkprozess an. Das ist doch gut, weil die Dynamik dieser Rechtsgebiete das im Grunde genommen auch erfordert.
Also die Vorstellung, dass wir einmal ein Erbschaftssteuerrecht haben und das gilt für 100 Jahre. Wer hat denn diese Vorstellung in unserer Zeit, wo wir, na, ich bitte Sie, Herr Kirchhoff, wenn wir die Vermögensverteilung ansehen und sehen, wie die privaten zu vererbenden Vermögen gestiegen sind, wenn wir, sagen wir mal, die soziale Bedeutung des Erbrechts im Jahr 1950, wo es nichts zu vererben gab, und im Jahr 2050, ja, wo über Erbrecht im Grunde genommen das Leben bestimmt werden wird. Wenn wir diesen Wandel vor Augen haben, dann können wir doch nicht ein Gesetz erwarten, das gewissermaßen dezennienübergreifende Gerechtigkeit bezweckt. Aber nein, hier muss interveniert werden und der Gesetzgeber muss auch immer wieder dazu aufgefordert werden, die Sache neu zu regeln. Und da ist die punktuelle, ja, Nichtigkeitserklärung aus Karlsruhe für den politischen Prozess außerordentlich wichtig und sollte von dem auch positiv aufgenommen werden. Ich meine, man kann das jetzt hier fragen, ja auch, was passiert jetzt? Ich meine, der Gesetzgeber ist doch jetzt auch fein raus, weil er, sagen wir mal, dem Druck von Lobbygruppen, die jetzt wieder sagen, ihr müsst uns verschonen, ein Argument entgegensetzen kann. Er kann sagen, ja, wir würden euch ja gerne noch stärker fördern, aber wir haben ja da dummerweise irgendeinen Auftrag aus Karlsruhe. Also für den politischen Prozess ist so eine Verfassungswidrigkeit unter Umständen auch was Heilsames, weil der Bundestag im täglichen Druck, der den Lobbyisten dort ausüben, einfach auch mal eine Stoppregel setzen kann. Ja, deswegen ist dieses Urteil, finde ich, so geschickt, weil es irgendwann mal verschärft, aber dann auch wieder zurücknimmt. Und die Verschärfung braucht der politische Prozess, um auch mal andere Argumente durchzusetzen im schwierigen Prozess der Mehrheitsbeschaffung. Ja, aber nun kann man sich drüber streiten, oder ich würde das nicht, ich glaube, man kann sich nicht mal drüber streiten. Es ist einfach nicht Aufgabe Karlsruhes, dem Gesetzgeber vor Lobbyisten zu schützen. Also da denke ich. Das ist doch nur ein Unsinn. Sollte der Gesetzgeber selbst ja, wirklich souverän genug sein. Aber vielleicht gibt es ja doch eine Folie, wie man diesen Heilungs... so ein Pflaster findet, das vielleicht etwas länger hält als die bisherigen. Also zunächst einmal, ich stimme Herrn Lepsius nachdrücklich zu, wenn er skizziert, wir haben jetzt eine Fülle von verfassungswidrigen Erbschaftssteuergesetzen gehabt. In ihrer Folgerung, und wir werden wieder ein verfassungswidriges Erbschaftssteuergesetz haben, und demgegenüber bin ich gelassen, weil es ein gerechtes nicht erreichbar ist, da stimme ich Ihnen überhaupt nicht zu. Denn es ist doch ein Zeichen dafür, dass der Gesetzgeber sich wieder auf seine Hauptfunktion, nämlich die Grundprinzipien unseres Gemeinschaftslebens, zu regeln und nicht in dem Versuch nach Individualgerechtigkeit, die Gleichheit der Steuerlast zu verfehlen, wieder besinnen muss. Wir haben hier eine Steuer, die ist überschaubar. Sie ist im Ertrag 4 bis 5 Milliarden für die Länder. Das ist bei einem Gesamtsteueraufkommen von 600 Milliarden eine Bagatellsteuer. Sie ist wegen der Gerechtigkeit wichtig, das ist klar. Aber da heißt es schon mal als erstes, wir dürfen nicht mehr Steuern einnehmen, weil wir versprochen haben, aufkommensneutral. Ja, dieses Versprechen kann hier nicht gelten. Wenn wir alle gleichmäßig besteuern wollen, also die Großen nach der Größe ihres Vermögens, dann können Sie kaum einen Steuersatz finden, dass eine Aufkommensneutralität bei rauskommt. Weil wir jetzt so viel nach 2 verlorenen Weltkriegen, war das lange nicht der Fall, aber jetzt werden wieder Riesenvermögen vererbt. Aber vor allem, der Gesetzgeber sollte, und das hätte ich mir gewünscht, also das Verfassungsgericht sagt ja, es gibt die kleine und die große Lösung, Sie haben es eleganter gesagt natürlich, da hätte ich mir gewünscht, also jetzt Backen aufblasen, es muss die große Lösung her, nicht? Damit nicht dieses Gezerre wieder ein kleiner Schritt, und wenn wir jetzt, sagen wir mal, die Grenze klein und groß deckeln, dann kommt natürlich die Gestaltung, nicht? Dann werden die Konzerne nicht mehr sich in Stufenkaskaden organisieren, sondern in kleinen GmbHs trennen, nicht? Also das Spiel kennen wir, das brauchen Sie gar nicht anzufangen. Das wird wieder eine fundamentale Gestaltungsverfassungswidrigkeit. Aber um es konkret zu sagen, das Ziel ist ja die Erhaltung der funktionsfähigen, von einem verantwortlichen Menschen bestimmten Unternehmen in Deutschland. Das sind von der Zahl her bei uns etwa 90% unserer Betriebe. Von den Arbeitsstellen sind 80% in den Großunternehmen, den Anonymen. Vom Umsatz her sind 65 bis 70% des Gesamtumsatzes in 1% der Großunternehmen. Das muss man auch mal sehen, nicht? Also es geht hier um den Betrieb, das Erlebnis der 20 Arbeitnehmer, das ist mein Betrieb und der bleibt erhalten, wird durch die Erbschaftssteuer nicht gefährdet. Wenn man jetzt sagen würde, wir machen das ganz einfaches Erbschaftssteuerrecht. Jeder, der geerbt hat, muss x% von der Bereicherung bezahlen.
Wer unternehmerisch gebundenes, übrigens nebenbei bemerkt, auch deswegen schon hochsozialpflichtiges Arbeitsrecht, Umweltrecht, Wirtschaftsverwaltungsrecht, unternehmerisch gebundenes Vermögen erbt, kriegt die Erbschaftssteuer auf 10% zinsfrei gestundet. Fertig. Ganz einfach. Nicht? Dann an ein, und dann, wenn dann kleine Summen, also nehmen wir mal an, wir würden das aufkommensneutral machen, dann wäre der Steuersatz, ich habe es jetzt nicht so schnell konkret berechnen können, aber über den Daumen etwa 5%. Ohne Steuerklassen, und also Freibeträge für die Kinder 400.000 und dann etwa 5%. Das ist ja wohl nur ein bisschen wenig. Nicht? Nehmen wir mal 10%, dann ist der Ertrag das Doppelte. Dann zahlt der Unternehmer, der geerbt hat, jedes Jahr 1% Erbschaftssteuer. Nicht? Das ist die alte Vermögensteuer. Nicht? Daran geht kein Betrieb zugrunde. Dann brauchen wir die Abgrenzung nicht mehr. Dann haben wir für eine überschaubare Steuer, also ich sage das nochmal, ist ein Experiment zur einfachen, gerechtigkeitsbewussten Steuergesetzgebung. Dann haben wir ein überschaubares Experiment und der Bürger würde aufatmen. Während jetzt, ich bin sehr intensiv im Gespräch mit den Menschen und gerade jetzt wegen der Erbschaftssteuer, weil die so aktuell ist, die Menschen möchten gern ihr Familiengut an die Kinder weitergeben. Das ist im Menschen innen drin. Und da entsteht eine Bitterkeit, wenn die merken, dass die Großen ihre Millionenbeträge, die wir ihnen gönnen, steuerfrei an ihre Kinder weitergeben. Und sie müssen 30.000 oder 50.000 bezahlen. Nicht? Und wenn wir beobachten, dass ein Teil unserer Menschen aus dem Mittelpunkt unserer politischen Hochkultur abwandert in Randbereiche, hat das auch damit zu tun. Das können die Menschen nicht ertragen. Die haben ein ganz elementares Gleichheitsbewusstsein. Und das, glaube ich, wäre ein großes Thema für unseren Parlamentarismus, für unseren Bundestag, sich dem mal zu widmen. Die Lösung liegt auf der Hand, sie ist ganz einfach und sie ist in den Folgen kalkulierbar. Und wenn dann der Finanzminister sagt, wird vielleicht zu teuer, ist ja ein Wort, dann kann er ja sagen, ich nehme jetzt 10% und ich garantiere euch, wenn ich zu viel einnehme nach irgendeinem Plafond, den er definiert, dann gebe ich euch im nächsten Jahr das Geld zurück. Das geht ja. Dann gewinnt die Rechtsordnung Vertrauenswürdigkeit und der Finanzminister gewinnt Vertrauen. Also wenn man da mal ernstlich drüber nachdenkt, gerade in einem solchen begrenzten Rechtsbereich und bei diesem wirklich energischen und intellektuell anspruchsvollen Anstoß des Verfassungsgerichts, wäre viel möglich. Und Herr Lepsius, die Hoffnung habe ich in unserem System. Die gebe ich auch nicht auf. Denken Sie daran, das BGB ist 25 Jahre von Experten beraten worden. Nicht? Und dann ist in Kraft getreten und dann wurde es am 01.01.1900 in der juristischen Wochenschrift, die noch keine neue juristische Wochenschrift war, vom Chefherausgeber kommentiert, Professorenwerk, verkopft intellektuell, wird 5 Jahre nicht überleben. Ist noch heute die Grundlage unserer Freiheit. Nicht? Gleiches wünsche ich mir für Steuerrecht. Und zum Glück ist keine familienrechtliche Bestimmung aus dieser Zeit mehr in Kraft. Das ist ein anderes Thema. Wir bleiben bei der Erbschaftssteuer. Da gibt es nämlich noch zwei Punkte, die ich gerne ansprechen würde, bevor ja vielleicht auch noch jemand etwas aus dem Publikum sagen will. Herr Kirchhoff hat es anfangs schon angedeutet. Wir haben bei dem Urteil gewisse Unsicherheiten bezüglich der Rückwirkungsfrage. Da gab es auch vom Finanzministerium Interpretationen, die wurden dann später als so nicht zutreffend bewertet. Und deshalb würde ich den Punkt gerne nochmal ansprechen und dann noch einmal auf das Sondervotum zu sprechen kommen. Aber vielleicht jetzt erst zur Rückwirkung, also ganz kurz, spätestens zum 30.06.2016 soll der Gesetzgeber handeln. Die Frage ist, was kann er tun? Also ich glaube, unumstritten ist, dass es zulässig ist, dass er bis zum 17.12., also bis zum Urteil, rückwirkend regeln kann. Die Frage ist, muss er das auch oder wie dann im Finanzministerium ursprünglich angenommen wurde, kann er sogar noch weiter zurückgehen, wenn Sie beide dazu sich... Ja, also wir haben ja einen Paradigmenwechsel überhaupt in der Rückwirkung allgemein, insbesondere auch im Steuerrecht. Also die Unterscheidung echte, unechte tritt in den Hintergrund. Jetzt geht es um die gefestigte Rechtsposition. Nicht? Also nicht mehr so sehr das Vertrauen in die Disposition, die der Steuerpflichtige getroffen hat, sondern das Vertrauen in die Disposition
der Rechtsposition, die er erreicht hat. Da haben wir viele steuerliche Beispiele. Und vor diesem Hintergrund sagt jetzt das Verfassungsgericht, dass die Reparatur, also Unvereinbarkeitserklärung, keine Anwendungssperre, sondern weiter Anwendung des alten verfassungswidrigen Rechts und dann Reparaturauftrag, dass dieser Reparaturauftrag rückwirkend auf den Urteilszeitpunkt erfüllt werden kann. Das bedeutet, dass der Vertrauensschutz in das jetzt fortgeltende, vom zuständigen Organ als verfassungswidrig erkannte Gesetz nicht gilt. Dieses entfaltet seit dem Urteil keinen Vertrauensschutz mehr. Also man kann erwarten, dass es angewandt wird, aber es schafft keinen Vertrauensschutz. Nicht? Was danach ist, ob dann, ist kein, also nehmen wir mal an, der Gesetzgeber würde nicht rechtzeitig fertig oder wird erst am 1. August fertig, ob dann ein Monat keine Erbschaftssteuer gilt. Das ist damit nicht gesagt. Also wir hatten einmal einen Fall im Senat, wo wir für eine Zwischenzeit, das war ein dramatischer Fall, für die Zwischenzeit selbst ein Übergangsgesetz angeordnet haben. Das war der 218er Fall. Da hatten wir alte DDR, das galt fort in der, im wiedervereinigten Deutschland, alte DDR, Anspruch auf Abtreibung nach Konsilium und Bundesrepublik West, alt, Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs. Also das war so unvereinbar miteinander, das war unerträglich für den neu zusammenwachsenden Staat, diese Rechtsdifferenzierungen fortzusetzen. Da haben wir mal für eine Übergangszeit als Gericht mit dem Vorbehalt der täglich erwarteten Korrektur durch den Gesetzgeber selbst das Gesetz gemacht. Aber das ist so ungewöhnlich, insbesondere dann, wenn man nicht weiß, also das ist keineswegs meine Empfehlung, im Gegenteil, ob der Gesetzgeber die Erbschaftssteuer aufrechterhält, nicht? Das Gericht kann ja wohl schwer sagen, ich ordne die Weitergeltung des als Unrecht erkannten Erbschaftssteuergesetzes an, wenn ich erwarte, dass der Gesetzgeber die Erbschaftssteuer abschafft. Ich erwarte das nicht und ich hoffe es auch nicht, keinesfalls, es gehört zu unserem Gerechtigkeitsbewusstsein. Aber da ist eine interessante Frage. Ich meine, die wichtige Frage ist, wir haben jetzt einen ganz klaren Tatbestand, jedenfalls dann, wenn das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, nicht in einer Nichtigkeitserklärung, sondern Unvereinbarkeitserklärung, dann ist diese Norm zwar weiterhin anwendbar, wegen der Rechtskontinuität, auch wegen der Haushaltswirkungen bei uns, aber sie genießt für die Frage der Rückwirkung kein Vertrauen mehr. Nicht? Die Frage ist für das Steuerrecht zum Beispiel, was ist, wenn der BFH, also der oberste Steuergericht, eine Frage dem Bundesverfassungsgericht vorlegt mit der Behauptung, das sei verfassungswidrig. Nicht? Ist dann auch schon ein Vertrauenstatbestand gelockert. Dazu hat das Verfassungsgericht nichts gesagt, das war nicht sein Thema. Aber auch diese Frage stellt sich natürlich. Herr Lapsius. Ja, also der Gesetzgeber ist ziemlich frei, die Sachen neu zu regeln und der Vertrauensschutz der Erbschaftssteuerpflichtigen ist ziemlich gering. Ja. Und das ist natürlich etwas, was, sagen wir mal, der Rechtssicherheit des Bürgers nicht gerade entgegenkommt. Die Vertrauensschutzrechtsprechung betont ja immer die Rechtssicherheit des Bürgers vor rückwirkenden Änderungen in der Bewertung von Sachverhalten und Tatbeständen. Aber wenn das Gericht selber rückwirkend irgendetwas entscheidet, dann ist das Vertrauen offenbar nicht schutzwürdig. Es ist ein bisschen merkwürdig. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Das Vertrauen des Bürgers ist bei Rechtsprechungsänderungen nicht schützenswert und bei Gesetzesänderungen schützenswert. Das kann irgendwie nicht stimmen. Und hier ist das Bundesverfassungsgericht institutionenegoistisch vorgegangen. Es hat an sich gedacht. Profiteur des Ganzen ist natürlich jetzt erst einmal der Gesetzgeber. Denn der sollte jetzt auch sich durchaus mutig mal zu einer Neuregelung bekennen. Und Herr Kirchhoff hat da ja auch schon gezeigt, wie die Lage laufen könnte. Jedenfalls sollte er nicht meinen, der Gesetzgeber, dass man ähnlich wie bei der Vermögensteuer vielleicht auf die Erhebung der Steuer insgesamt verzichtet. Denn die ganze Frage der Übertragung von Vermögen und der Besteuerung von Substanz ist eine Frage mit erheblicher sozialer Sprengkraft und wird die Gesetzgebung noch sehr beschäftigen. Wenn Sie im Grunde genommen aus der eigenen Arbeit heraus Vermögen nicht mehr bilden können, jedenfalls nicht mehr in einem Ausmaß, dass Sie in einer deutschen Großstadt ein Haus kaufen können, dann ist die Frage des Grunderwerbs eines freistehenden Einfamilienhauses in einer deutschen Großstadt keine Frage der eigenen Leistung mehr, sondern der Herkunft. Und da sind wir. Sie können sich heute nur noch Häuser leisten in deutschen Großstädten, wenn Sie erben. Und das kann nicht richtig sein. Ja. Und hier wird durch die Geburt eine Vermögensverteilung vorgenommen, die in höchstem Maße zufällig und ungerecht ist.
Und hier kommt natürlich jetzt das Wondervotum auch ins Spiel, die den Gesetzgeber natürlich auch zu einer Regelung verpflichtet, die die Ungleichheit der Vermögensverteilung erkennt und auch zum Gegenstand der Regelung nimmt. Wenn er davon jetzt Verschonungen vornimmt, weil er, sagen wir mal, ich bin jetzt ein bisschen ironisch, ein marxistisches Rechtsverständnis hat, nicht? Das Recht dient der Erhaltung der Produktionsverhältnisse. Wenn er da also ein solches marxistisches Rechtsverständnis ins Erbschaftssteuerrecht einbindet, dann ist das natürlich jetzt wieder eine Ausnahme von der grundsätzlich erwünschten Umverteilung der Vermögen, die eben nicht durch Leistung wirklich erworben worden ist. Und das bedarf letztlich einer politischen Rechtfertigung. Eine juristische Rechtfertigung dafür ist natürlich sehr schwer. Das bedarf einer politischen Rechtfertigung. Und hier ändern sich die Situationen und ich glaube nicht, dass es hier eine einmal richtige, beständige, gültige Regelung gibt. Auch ich glaube nicht, dass es eine verfassungsmäßig gebotene Regelung in der einen oder anderen Frage gibt, sondern das ist eine Frage des politischen Prozesses. Und deswegen begrüße ich sozusagen die Intervention des Gerichtes so im Acht-Jahres-Rhythmus, die dann diesen politischen Prozess auch wieder mit der Gerechtigkeitsfrage konfrontiert. Das heißt aber auch, dass das Gericht die Gerechtigkeitsfrage punktuell und nicht flächendeckend für die Zeit entscheidend behandeln sollte. Es muss also da seine institutionelle Rolle im politischen Prozess auch begreifen. Und die ist im Steuerrecht eben eine andere, als wenn es um andere Rechtsgebiete geht. Eine Intervention ins Steuerrecht im Namen der Grundrechte ist eben etwas anderes, als wenn ich im Gewerberecht interveniere oder wenn ich bei politischen Äußerungsrechten interveniere. Hier ist der politische Prozess betroffen und nicht, sagen wir mal, ein klassisches Minderheitenrecht, wie wir es etwa über Artikel 5 oder Artikel 8 oder über Persönlichkeitsrechte schützen. Also die Kontrolldichte Karlsruhes ist eine andere, wenn genuine Minderheitenrechte auf dem Spiel stehen oder wenn flächendeckende Gerechtigkeitsfragen in einer schwierigen Abwägungsdimension auf dem Tisch liegen. Und entsprechend muss das Gericht andere Maßstäbe entwickeln oder jedenfalls sozusagen eine institutionelle Vorkehrung treffen, in der der politische Prozess das verarbeiten kann und in der diese Entscheidungen dann auch, sagen wir mal, als zeitbezogene Entscheidungen relativiert und kontextualisiert werden können. Dann nimmt das Gericht, glaube ich, eine wirklich sinnvolle Funktion im politischen Prozess wahr. Letzter Satz. Meine Kollegen bei den Verfassungsrechtlern, die mögen das nämlich nicht, weil die natürlich immer dazu tendieren, alles zu abstrahieren und zu systematisieren. Und was stattdessen eigentlich notwendig ist, ist zu erkennen, dass Grundrechtsrechtsprechung oder überhaupt Verfassungsgerichtsrechtsprechung unterschiedliche Kontrolldimensionen hat, je nachdem, welcher Sachbereich betroffen ist, je nachdem, welches andere Verfassungsorgan betroffen ist. Und das widerspricht natürlich der liebgewordenen Idee einer allgemeinen Grundrechtstheorie. Und insofern ein Wort an die Wissenschaftler, das sind Pfade, die müssen wir jetzt überführen in, sagen wir mal, ja nicht einen Pfad, sondern einen differenzierenden Parkspaziergang, in dem es dann auch Kurven und Umwege gibt und in der nicht alles so geradlinig und systematisch ist, wie wir uns das jahrzehntelang angewöhnt haben. Das klingt jetzt schon fast wie ein Schlussplädoyer, aber ich möchte gerne doch nochmal auf das Sondervotum zu sprechen kommen. Und zwar auf die Frage, ob die Begründung hier überzeugen kann. Also ganz kurz, es geht darum, dass man auch das Sozialstaatsprinzip fruchtbar machen will, also nicht nur den Gleichheitssatz. Dafür wird auf ein anderes Sondervotum Bezug genommen, und zwar das von Verfassungsrichter Böckenförde in der Vermögenssteuerfrage. Wenn ich das richtig verstanden habe, war es aber damals so, dass es Herrn Böckenförde darum ging, dem Staat diesbezüglich zu starke Fesseln anzulegen. Jetzt, so verstehe ich das, geht es aber gerade darum, eine stärkere Verpflichtung herzustellen durch die Bezugnahme auf das Sozialstaatsprinzip. Aber Herr Kirchhoff, Sie waren selbst dabei. Sie dürfen das natürlich jetzt nicht sagen, wie es damals war. Aber ich entziehe mich noch gut. Ich entziehe mich noch sehr lebhaft. Denn einem Sondervotum geht ja immer eine lebhafte Debatte im Senat voraus. Aber dazu, das möchte ich nicht kommentieren, aber die Frage des Sozialstaatsprinzips. Wir haben ja gesehen, dass das Erbschaftssteuerurteil, wohlgemerkt ein Jedermannsurteil, ist nicht ein Urteil für eine Gruppe, jeder Mensch stirbt und die meisten Menschen haben dann auch was zu vererben, also es ist ein Jedermannsurteil, das den Gleichheitssatz auf die Allgemeinheit der Menschen anwendet, im Grunde
nicht die Flankierung braucht durch das Sozialstaatsprinzip, das wäre eher schädlich. Das Sozialstaatsprinzip ist eine Staatszielbestimmung. Wir hätten sie dann, wenn es um Steuerrecht geht, viel konkreter im Artikel 14 Absatz 2 als Modifikation der Eigentumsgarantie. Dort müsste man es ansiedeln. Also deswegen sollte man das Sozialstaatsprinzip hier aus dem Spiel lassen. Aber es kommt ein spezieller steuerrechtlicher Gedanke noch hinzu. Die großen Umverteilungen ereignen sich ja beim jährlichen Einkommenszufluss. Da werden die Menschen ärmer oder reicher. Und solange wir dort nicht diese Idee unserer progressiven Besteuerung verwirklicht haben, also wir sind ja weit davon entfernt, nicht? Also wir haben mit höherem Einkommen haben wir durch Gestaltung eine regressive Steuer, nicht? Da müssen wir ansetzen, nicht in den Normen, sondern in der Normenvermeidung, nicht? Und da sagt ja dieses Urteil nicht nur, also sagt, dass eine Norm, die entgegen ihrem Zweck zu viele Gestaltungsmöglichkeiten einräumt, ist gleichheitswidrig und das schlägt auf die Norm zurück. Vorher sagt dasselbe Gericht auch mal, ich kann, wenn ich eine punktuelle Ungleichheit habe und die durch Gestaltung vermeiden kann, kann das auch mal normensanierend wirken, nicht? Aber hier ist doch der Kerngedanke, wenn ich zu viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffne, ist das Gesetz deswegen gleichheits- und damit verfassungswidrig. Diesen Gedanken müssen wir jetzt, ändert die Steuerdogmatik, die Steuerkommentierung fundamental. Diesen müssen wir in das Steuerrecht hineintragen und dann insbesondere auf das Einkommensteuerrecht übertragen, neuerdings auch auf das Umsatzsteuerrecht übertragen, nicht? Und dann erreichen wir dann neue Ufer und dann haben wir in der progressiven Steuer, ich sage jetzt nicht Umverteilung, das ist so ein polemischer Begriff, aber ein ganz gewichtiges Argument, um ausgleichende Gerechtigkeit herzustellen für den einen, der diese Infrastruktur unseres Friedens, unseres schönen BGBs, unseres Bankensystems, unserer kostspielig gut ausgebildeten Arbeitnehmer, unserer Kunden, die mit Kredit und Internet umgehen können, also diese Hochkultur der Erwerbsmöglichkeiten. Der eine hat sie genutzt für 100, der andere für 5. Und da sagt das Steuerrecht, dann will ich den, der sie für 100 in Anspruch genommen hat, letztlich mit 50% Spitzenbesteuerung, also einschließlich Soli- und Kirchensteuer, die man ja gefälligst bitte bezahlen möge, nicht? Dann sind das 50%, dann haben wir da einen Ausgleich. Nicht? Da spielt die Musik der realen Verteilungsgerechtigkeit im jährlichen Zufluss bei dem einen 20.000, bei dem anderen Millionen. Nicht? Und das ist, glaube ich, das Erbschaftssteuerurteil auch einen wesentlichen Hinweis. Wir haben damals bei unseren Steuerarbeiten am Einkommensteuerrecht festgestellt, dass dieses geltende Einkommensteuer, das war 2005, heute ist es ein bisschen mehr, 436 Ausweichmöglichkeiten eröffnet. Das würde ich jetzt irgendwann einmal kommentieren mit dem Maßstab, mit dem erhellenden Maßstab des Erbschaftssteuerurteils. Da kommt man auf manche Gedanken und wiederum auf die Empfehlung des Gesetzgebers, schaff uns Grundstrukturen, die die Freiheit des Bürgers, des redlichen Bürgers sichert, die keinen Anreiz schaffen, in die Grauzonen des Rechts zu gehen, die vor allem aber Gleichheit vor dem Gesetz garantieren. Wir sind jetzt eigentlich schon am Ende unserer Zeit, von der ich dachte, sie sei sehr großzügig bemessen gewesen. Aber vielleicht können wir doch noch ganz kurz, wenn Fragen sind, diese Fragen aufgreifen. Bitte keine Co-Referate. Ich glaube, Sie schaffen das nicht, unsere beiden Referenten hier zu toppen, also Fragen. Und dann. Sind alle Fragen beantwortet? Bitte schön. Ja, Professor Kirchhoff, zurzeit wird ja eine Finanztransaktionssteuer diskutiert. Das dauert ja schon eine Weile. Mich würde interessieren, was Sie denn von dem Projekt halten, dass die Finanztransaktionssteuer alle Finanztransaktionen betrifft, aber nicht die für Staatsanleihen. Vielleicht sammeln wir erstmal, damit wir. Ich habe nicht mehr viel Zeit, ich muss das jetzt beantworten. Ja, gut. Ja. Also ich halte die Finanztransaktionssteuer, für die unser Finanzminister sich ja mit bemerkenswertem Mut und kleinen Fortschritten einsetzt, für einen notwendigen Weg. Erstens, wir haben eine Gerechtigkeitslücke bei den indirekten Steuern.
Wenn jemand sein normales Einkommen hat, kleines Einkommen, er muss das voll konsumieren, um seine Familie zu ernähren, muss er Umsatzsteuer zahlen, Energiesteuer, Alkoholsteuer und so weiter, dann zahlt er, obwohl er so wenig hat, dass wir ihn beim Einkommen von der Steuer verschonen, 20,8%, also ein Fünftel indirekte Steuern. Der Gutverdiener, wohlgemerkt, dem wir seinen guten Verdienst gönnen, der kann investieren und spekulieren. Und dann zahlt er ja, wir haben keine Börsenumsatzsteuer und bei der normalen Umsatzsteuer, Vorsteuerabzug, zahlt der Unternehmer auch keine Steuer. Das heißt, wir fangen jetzt an, auch im Industriebereich, sagen wir mal, das heißt natürlich jetzt im Wesentlichen im Bankenbereich, eine indirekte Steuer einzuführen, nicht 19%, sondern ein Promille, vielleicht mal ein Prozent. Das ist schon deshalb ein Akt der Gerechtigkeit, weil wir hier eine Besteuerungslücke haben. Natürlich nicht 19%, dann ist der Finanzmarkt tot. Nicht? Das muss ja computerschnell bei allen Transfers begründet sein. Und dann prinzipiell eine Belastung für alle Transfers gleichheitsgerecht. Nicht? Das ist der entscheidende Punkt. Also diese Ausnahme, ja, deren Motiv ist klar, ich vermag einen gleichheitsgerecht rechtfertigenden Grund dafür nicht zu erkennen. Mellinghoff, bitteschön. Ja, ich habe zwei Fragen. Die eine, wenn wir ein Gesetz haben, das nur noch, sagen wir mal, im niedrigen einstelligen Bereich die vom Gesetzesziel oder vom Gesetzeszweck erfassten Steuerpflichtigen in Anspruch nimmt und für die restlichen, sagen wir 95%, für jede Gruppe eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung enthält, kann so etwas irgendwann einmal Auswirkungen auf das Gesamtgesetz haben? Und ich sage Ihnen, das trifft sowohl für die Erbschaftssteuer zu, wie für die Gewerbesteuer, wie Ähnliches. Wenn man ganz ehrlich ist, müsste man ja sagen, das Erbschaftssteuergesetz besteuert ja nicht das Erbe, sondern das Erbe von Neffen und Nichten über einem bestimmten Vermögen, zumeist Grundvermögen. Nicht? Das wird besteuert, alles andere wird nicht besteuert, weil es unternehmerisch gebundenes Vermögen ist, was verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist auf der einen Seite, ein Familienhaus auf der anderen Seite. Das ist nur eine Frage, weswegen vielleicht auch die Diskussion um die Erbschaftssteuer so hoch emotional geführt wird. Die zweite Frage ist der interessante Ansatz in der Entscheidung des ersten Senats, dass ein Gesetz, was exzessive Ausweichmöglichkeiten eröffnet, dass dieses Gesetz selber ja verfassungswidrig sein kann, am Maßstab von Artikel 3. Nun, wer die Literatur, die Zeitung, BEPS, ich weiß nicht, was alles verfolgt, der weiß natürlich, Sie sprechen selber, Herr Kircher, von der Gestaltungsindustrie, dass es für den Gesetzgeber außerordentlich schwierig ist, ein Gesetz zu schaffen, was keine Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Und es ist ein feststehender Spruch auch des Verfassungsgerichts, dass jeder Steuerbürger sein Verhalten so einrichten kann, dass er keine Steuern zahlen muss. Das ist auch ein Freiheitsrecht. Also ich muss mich nicht so verhalten, ich muss mich nicht so einrichten und mein Leben so gestalten, dass ich Steuern zahle. Und wenn das auf legalem Wege möglich ist, dann ist das Gebrauch der Freiheit. Und man muss ja sagen, dass in sehr vielen Fällen, im Übrigen auch im Erbschaftssteuergesetz, in der Gesetzesbegründung selber, diese Ausweichmöglichkeiten thematisiert und gebilligt worden sind. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, haben Sie Ideen, wo da die Grenze verlaufen kann, wie man diesen verfassungsrechtlichen Maßstab in den Griff bekommen kann? Sie sprechen von über 400 Ausweichtatbeständen beim Einkommensteuergesetz. Ist das auf die Norm bezogen? Ist das auf das Gesetz bezogen? Ist das auf das Inland bezogen? Ist das auf das Ausland bezogen? Also das ist einfach etwas, was uns natürlich, sagen wir mal, in der Praxis auch der Finanzrechtsprechung sehr bald beschäftigen wird, dass wir demnächst, wenn wir internationales Steuerrecht und Ähnliches betrachten, uns fragen müssen, eröffnet dieses Gesetz zu viele Ausweichmöglichkeiten, sodass wir Karlsruhe, das wir ja gegenwärtig schon reichlich beglücken, noch ein bisschen mehr beglücken. Also zum Ersten, das Gericht sagt ja in dem Erbschaftssteuerurteil, dass allein die Umkehrung Regelausnahme noch nicht die Verfassungswidrigkeit begründet. Aber nachher im konkreten Fall, also wegen der Intensität der Ungleichheit, haben Sie dann diesen Gedanken verwendet. Also ich würde schon meinen, wenn sich auf lange Zeit ergibt, dass Ausweichmöglichkeiten, die konzeptionell
vom Gesetzgeber nicht gewollt sind, erreichbar sind und damit die Regel werden, dann schlägt das durch auf die Verfassungswidrigkeit, Gleichheitswidrigkeit des gesamten Gesetzes. Nicht? Und da haben wir dramatische Anwendungsfälle. Nicht? Das Gericht sagt auch, dass es von der Finanzgerichtsbarkeit erwartet, dass es über den § 42 AO und darüber hinaus eine Rechtsprechung erwartet, die die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes verhindert. Nicht? Ist auch eine interessante dogmatische Figur, über die man nochmal nachdenken müsste. Wir haben also das Gesetz, das überhaupt keine Ausweichmöglichkeiten eröffnet, ist noch nicht erdacht. Und wenn es erdacht worden wäre, die Berater sind sehr intelligent und die sind sehr schnell. Also dieses Phänomen können wir nicht aus der Welt schaffen. Und natürlich ist die Steuervermeidung in der Legalität in Ordnung. Das ist ja gar keine Frage. Nicht? Aber es ist nicht nur ein gradueller, sondern ein qualitativer Unterschied. Sobald das erste Privileg da ist, hängt sich die Ausweichindustrie an dieses Privileg. Nicht? Wenn wir eine generelle Norm haben, ohne Ausnahmen, also wir könnten das Erbschaftssteuerrecht sogar ohne Steuerklassen machen, mit hohen Freibeträgen natürlich, dann ist ja das Familiengut gesichert. Nicht? Also in diesem Experimentierfall könnten wir mal zeigen, es geht ohne Ausnahmen, ohne Privilegien und damit natürlich auch ohne Verweigerung, ohne Ausweichtechniken. Ich muss so kurz antworten, ja, weil ich wirklich in Zeit bedrängt genau. bin. Genau, wir möchten noch Herrn Lepsius dazu hören und damit dann auch dieses Podium schließen. Dieser Teil der Entscheidung, die Umgehungsmöglichkeit führt zur Verfassungswidrigkeit, ist natürlich eine sehr merkwürdige Passage in der Entscheidung, weil das Gericht etwas erhebt, was es gar nicht einlösen kann. Oder was auch der Gesetzgeber nicht einlösen kann. Also hier hat das Gericht eigentlich ja, den Boden des Verfassungsrechts, finde ich, so ein bisschen verlassen. Denn was soll der Gesetzgeber denn noch machen, als § 42 AO zu schreiben? Also er hat im Grunde genommen der Umgehung doch durch den Erlass des 42 AO schon Rechnung getragen. Und falls ein Gesetz nach dieser Fallgruppe für verfassungswidrig erklärt werden sollte, wird damit doch auch das Versagen der Finanzgerichtsbarkeit notifiziert. Also der BFH sollte sich darüber nicht freuen, denn die Verfassungswidrigkeit der Norm setzt voraus, dass er irgendwie einen Fehler bei der Anwendung des 42 AO begangen hat. Nicht? Das ist also außerordentlich merkwürdig, weil die Fallgruppe nur dann wirklich einschlägig wird, wenn nicht der Gesetzgeber einen Fehler gemacht hat. Bislang ist ja immer so, der Gesetzgeber war irgendwie zu dumm. Nicht? Hier ist es nun so, die Verfassungswidrigkeit hängt vom Unterlassen anderer Staatsorgane ab. Und zusätzlich vom Tätigwerden von Privatrechtssubjekten im Rahmen ihrer Vertragsfreiheit. Also von Akteuren, die der Gesetzgeber überhaupt nicht kontrollieren kann. Das ist sehr merkwürdig. Man kann dem aber auch wiederum etwas Positives abgewinnen. Wenn Sie sich auf meine Deutung der Steuerrechtsprechung als politischen Diskurs einlassen, dann ist diese merkwürdige Passage außerordentlich intelligent und weiterführend. Denn irgendwann ist der Gleichheitssatz als Maßstab ja mal definitiv ausgereizt oder jedenfalls angesichts der Gestaltung des Sachverhaltes nicht mehr überzeugend anwendbar. Und was macht das Gericht denn dann? Und dann hat es sich hier einen Maßstab geschaffen, auf den es zu gegebener Zeit zurückgreifen kann, indem es ein aus irgendeinem Grund verdächtiges Gesetz gewissermaßen nach richterlichem Ermessen mal wieder in den politischen Prozess zurückspeisen kann. Das ist eigentlich ganz clever. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Ich weiß nicht, ob unsere Ausgangsfrage, ob diese beiden Urteile gute, doch, die ist beantwortet worden, dass es beides gute Urteile waren. Die, wir haben es klar ausgedrückt. Ja, die aber, dass aber der Diskussionsbedarf nicht ausgeschöpft ist, sondern es weitergeht. Wir hören hier mit dem Thema Steuerrecht auf. Ich bitte Sie ganz herzlich, von der Kaffeepause rechtzeitig zurück zu sein, weil Bundestagspräsident Lammert wieder erwarten pünktlich hier sein wird, aber dann früher weg muss wegen einer namentlichen Abstimmung. Danke.